Hallo liebe Leutchen, hier ist wieder eure Miss Funny Home. Heute möchte ich euch, weil ja Ostern doch bald ganz nah rückt, nochmal einen Tipp für Ostern geben, und zwar wie man Servietten für Osterhasenservietten bastelt für Ostern, für den Ostertisch. Ich habe jetzt leider nur eine Papierserviette, eine Stoffserviette ist vielfach genialer, die steht richtig schön, die bleibt auch richtig schön stehen. Die klappt richtig klasse. Jetzt mache ich es, wie gesagt, mit einer Papierserviette. Geht ein bisschen schwieriger. Eventuell braucht man eine Stecknadel dafür. Kommt immer darauf an, wie gut man sie gefaltet hat. Aber grundsätzlich steht sie und man hat einen ganz süßen Osterhasen von hinten. Also, ich nehme die Papierserviette, falte sie als erstes auseinander, habe die Farbe, die ich haben möchte, oben. Das heißt, wenn ich sie jetzt braun haben möchte, ist natürlich viel witziger, oder gelb. Meine ist jetzt ein bisschen bunt. Die Farbe bleibt oben. Jetzt mache ich als erstes das obere Drittel, schlage ich nach vorne um. Ungefähr. Es soll also in drei Drittel geteilt werden. Ich würde sagen, ich falte sie also ungefähr so. Schön fest einschlagen. Da es wirklich nachher für die Standfestigkeit des Hasens sehr wichtig ist, dass sie schön sitzt. So. Erstes Drittel. Jetzt schlage ich das untere Drittel auch um. So. Auch dieses habe ich jetzt schön umgeschlagen. Als nächstes falte ich, habe hier eine Mittellinie, ich falte den oberen rechten Rand, den hier, nach unten zu dieser Mittellinie. Der geht einfach, wird er geknickt, oben halte ich fest. So. Dann lege ich ihn genau senkrecht an, streiche schön fest runter, dass es eine schöne glatte Linie wird. Das gleiche mache ich mit links. Linkerer Oberrand, hier oben festhalten, nach unten gehen, festhalten, schön festdrücken. So, das haben wir. Jetzt als nächstes den unteren rechten Rand falten wir jetzt auch wieder zur Mittellinie. Das heißt, ich gehe jetzt mit dem Rand hier nach oben zu dieser Mittellinie. Rechter unterer Rand nach oben hier zur Mittellinie. Hier soll es natürlich schön bleiben. Schön anliegen an dieser Kante. Dann wieder mal einen schönen Kniff machen, ganz wichtig. Das gleiche mit links. Linker unterer Rand hier nach oben an die Mittellinie legen. Schön ranlegen. Schön kniffen. Das ist ganz wichtig. Die Kniffe sind immer ganz wichtig, dass sie schön liegen. Jetzt mache ich das gleiche nochmal. Und zwar, ich nehme den rechten Rand, der ist jetzt mehr mittig, und auch den lege ich wieder oben ran, an die Mittellinie. Der rechte Rand kommt an die Mittellinie, schön glatt, schön falten. Jetzt wird es immer dicker, immer schwieriger, schön zu falten. Mit der linken Seite genau das Gleiche. Der linke Rand wird an die Mittellinie gelegt, unten mit dem Finger helfen, dass es richtig liegt, und schön eine Linie falten. So, jetzt sieht das Ganze so aus wie ein Drachen. Und ich drehe die ganze Serviette um 180 Grad. Für die Nicht-Mathematiker 90, 180. So, jetzt liegt die Spitze, die untere Spitze zeigt jetzt nach oben. Und jetzt drehe ich das ganze Teil. Es ist eigentlich hier aufgefaltet. Ich drehe es um. So, jetzt falte ich die untere Spitze nach oben. Genau bis dahin, wo es geht, weil hier ist der restliche Stoff. Genau so rum. Das war es eigentlich schon. Jetzt nehme ich die Serviette auf die Hand und schon und drehe sie, falte sie nach hinten zusammen und sehe schon den Hasen von hinten ein bisschen so. Jetzt drehe ich sie aber um, weil ich nämlich, jetzt kommt eigentlich das Schwierigste von dem ganzen Teil. Ich versuche hier vorne entweder die Seite hier reinzustecken in die Falte oder die Seite in die Falte. Ich gucke immer, wo habe ich es besser gefaltet. Ich stecke einen Finger rein, damit es ein bisschen runder wird, und versuche jetzt eine Seite in die andere reinzustecken. So. So, ihr seht, ein bisschen Fingerarbeit. Schön knautschen, schön falten, schön drücken. Und dann, ich könnte jetzt also eine Stecknadel reinstecken. Ich kann es aber, wie gesagt, auch so, jetzt ist es mir schon wieder rausgerutscht, so probieren. Ich bin eher für so probieren. Stecknadel auf dem Essenstisch. Nicht wirklich schön. Deswegen probiere ich es und matsch daran rum, bis er ungefähr steht irgendwann. So. Immer noch so ein bisschen drücken alles. Und von hinten, ich drehe sie wieder mal um,
sind das die Ohrenhasen, das ist der Ohrenschwanz. Und gucken, kann man sich alles ein bisschen zurechtbiegen, die Häschenohren. So, und gucken, dass sie so stehen bleibt, gerade, nicht gerade, wie perfekt man das so möchte. So könnt ihr es sehen, ja. Und so ist der fertige Hase. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Eure Miss Funny Home. Tschüss.